Die meisten Frauen im fruchtbaren Alter haben irgendwann einmal eine Zwischenblutung erlebt. Dieses Phänomen ist sehr häufig und es ist nicht notwendigerweise ein Indiz für ein gesundheitliches Problem. Die Ursachen für diese Art von Blutung hängen normalerweise mit Problemen beim Eisprung, mit der Einnahme von hormonellen Verhütungsmitteln, mit einer Pathologie der Gebärmutter oder einer Schwangerschaft zusammen. Eisprungsstörungen sind häufiger in den extremen Altersstufen des reproduktiven Lebens, sprich bei sehr jungen Patientinnen oder Patientinnen im Alter der Perimenopause anzutreffen. Patientinnen mit polyzystischem Ovar-Syndrom oder mit Schilddrüsenproblemen können ebenfalls diese Art von Störung aufweisen. Blutungen während der Einnahme von hormonellen Verhütungsmitteln sind sehr häufig, vor allem in den ersten 2 Monaten der Behandlung. Falls die Blutung nach mehreren Monaten der Behandlung fortbesteht, muss der Gynäkologe konsultiert werden, um den Wechsel zu einer anderen Methode in Betracht zu ziehen. Hier müssen die häufigsten gutartigen Pathologien wie Polypen oder Myome ausgeschlossen werden. Während der gesamten Schwangerschaft können gelegentliche Blutungen auftreten, insbesondere während des ersten Quartals. Symptome oder Alarmsignale zu entdecken ist entscheidend. Wenn die Blutung von Schmerzen begleitet wird, die mit den traditionellen Schmerzmitteln nicht nachlassen, wenn die Blutung stärker als üblich ist, wenn sie nach dem Geschlechtsverkehr auftritt oder von Fieber, Erbrechen oder Störungen beim Urinieren begleitet wird, dann muss ein Spezialist aufgesucht werden, wenn die Blutung bei einer Patientin in der Menopause auftritt. Bei schwangeren Frauen, insbesondere wenn es eine stärkere oder eine regelähnliche Blutung ist, in jedem Quartal der Schwangerschaft.